Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der landwirtschaftlichen Simulator-Unterhaltung zu einer neuen Staffel von der Landwirt 2014. Ja, in der letzten Folge haben wir schon gesehen, es neigt jetzt dazu, dass es sich wieder im Kreis dreht, also von den Sachen, die wir machen können. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ein neues, freies Spiel starten und endlich unser eigener Chef sein, unser eigener Boss. Und damit unseren Hof hoffentlich dann vernünftig bewirtschaften und ausbauen. Das bedeutet natürlich, dass ihr die ganze Zeit dabei sein werdet. Das ist ja so eine Art weniger Playtest, mehr Let's Play. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Ansonsten kann ich einfach die hohe Frequenz der Folgen nicht mehr einhalten, weil ich ja für eine Folge, die ich euch zeige, dann ungefähr eine Stunde auch spielen muss oder so. Und das ist beim Let's Play nicht so. Aber da bekommt ihr natürlich einen besseren Eindruck davon, wie fühlt sich das Spiel an. Was gibt es da zu tun, wie schreitet das fort und so weiter. Und ich hoffe, weil diese ganze Zeit dieser Ladeschirm ist, da ist jetzt nicht irgendwas schiefgegangen mit meinen Erklärungen. Denn er zeigt mir eine relativ niedrige Pfeilaufzeichnungsrate hier an, was mich gerade etwas wundert. Naja, ich bin immer noch ein bisschen in der Experimentierphase, was so diverse Einstellungen angeht. Jedenfalls hoffe ich, dass das jetzt klappt. Man hört schon mal die Geräusche. Natürlich, je größer die Map auch wird, desto mehr gibt es dann auch da zu sehen irgendwann mal. Und jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ein bisschen habe ich die Grafikqualität noch hochgedreht und sollte das beim Ladebildschirm jetzt nicht zu hören gewesen sein. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen da draußen. Und wir sind jetzt im freien Spiel. Zwei Felder haben wir schon, die könnten wir schon bewirtschaften. Aber natürlich kaufen wir zunächst einmal dafür einen gescheiten Flug, denn mit dem kleinen Flug, da wird man ja nicht glücklich mit. Deswegen fahren wir als erstes mal hier zum Landhandel und kaufen einen Flug. Es gab auch wieder ein kleines neues Update. Ich hoffe ja jetzt, dass das Verkaufsmenü mittlerweile da ist. Das hat man mir ja versprochen. Ansonsten bin ich doch sehr enttäuscht von UIG. Ja, ich glaube, jetzt so langsam, aber sicher haben wir den richtigen Farbton getroffen hier. Ich habe ein bisschen die Helligkeit noch hochgedreht, ein bisschen auch die Farbtöne noch angezogen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Sättigung, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so überstrahlt, wie es ist, wenn es ausgeliefert wird. Ja, und natürlich die ganzen Sachen wie Kantenglättung und Co. Das macht natürlich schon einiges aus. Und das Tolle ist, wir können jetzt außerhalb des Tutorials auch einen Kredit aufnehmen für die Maschinen, die wir wirklich haben wollen. Und können auch jetzt schon Helfer verwenden für die Arbeiten, wo wir jetzt keine Lust drauf haben. Natürlich, was mich nur ein bisschen wundert ist, es hieß ja, dass der Helfer, wenn man den verwendet, ich mach mal lieber die Musik aus, weil YouTube hat die Regularien, wie das mit der Musik aussieht, so ein bisschen verschärft. Ich habe unter anderem jetzt zum Beispiel auf den Paketdienst-Simulator-Videos. Paketdienst-Simulator. Da habe ich jetzt Content-Treffer drauf gekriegt. Ja, also 5 Jahre später so ungefähr. Sehr, sehr merkwürdig. So, 20.000 haben wir zur Verfügung. Wir können natürlich auch zur Bank fahren. Aber, ja, ich weiß noch nicht. Wir müssen uns ja auch noch einen Mähdrescher kaufen. Also, wir wollen auf jeden Fall, und das ist schon mal schön hier, das ist nämlich jetzt scrollbar mit dem Mausrad. Das habe ich angemäkelt und zack, wurde es gemacht. So muss das sein, UIG. Dann helfe ich auch gerne. Ich helfe nicht gerne, wenn man den Eindruck hat, dass die Sachen, die man vorschlägt, dass da nichts bei rumkommt. So, den hier haben wir. Und den hätte ich gerne. Und damit haben wir jetzt auch schon unser Geld weg. Ich hoffe, wir können den verwenden überhaupt. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt nicht verkaufen können. Wow, ein Frontgewicht, da brauchen wir auch jemanden. Da wir nicht verkaufen können, außer das Getreide und so, was wir vielleicht besitzen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Huch. Können wir auch keinen Kredit aufnehmen. Weil Kredit aufnehmen ist, glaube ich, eine der Voraussetzungen, dass man eine gewisse Anzahl von Krediteinheiten bereits besitzt, also Geldeinheiten besitzt. Und ja, wenn wir uns da jetzt in eine Einbahnstraße reinkatapultiert haben sollten, haben wir natürlich ein Problem. Ist auch immer wieder interessant zu lesen, die Feature-Liste, was noch kommen soll, was also angekündigt ist von dem lieben Heini von UIG Entertainment, der ja da im uig-forum.de
immer schön ordentlich aufschreibt, was da auf uns zukommt. Und wir fahren hier mit unserem Flug hier fast in die Leitung rein vom... Ja, ist das Telefonleitung, ne? Oder ist das Strom? Ja, das sieht da Strom aus. Und ja, jetzt werden wir erstmal unsere Felder pflügen müssen. Wir hätten das auch machen lassen können, aber ich denke mal, so eine neue Maschine auszuprobieren, da seid ihr schon gerne dabei, oder? Das denke ich doch. Ja, und da wir nicht mehr in der Kampagne spielen, kriegen wir natürlich auch keine Aufgaben mehr von unseren Nachbarn. Das heißt, wenn unser Geld jetzt gleich zur Neige geht, und das ist es ja eigentlich schon, dann haben wir ein Problem. Deswegen werde ich gleich mal mit dem anderen Trecker dann auch mal vielleicht losfahren und ja, keine Ahnung. Zumindest oder einen Trecker beim Händler parken oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, dann ein bisschen mehr Umdrehung hier organisieren und dann geht's auch schon los. So, mit diesem Flug kommen wir natürlich ein bisschen weiter als mit dem anderen. Pro Zeiteinheit. Und es ist für euch nicht so langweilig, deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Und, also jetzt, also ich glaube, so die Grafikeinstellungen sind schon fast optimal, ne? Also das sieht richtig schön aus jetzt, finde ich. Habe ich gut gemacht. Natürlich hat Uwe Gerda, der Entwickler, muss man sagen, Playway, das ist schon gut gelöst hier. Ich meine, ich könnte das jetzt nicht auf diese schicken Einstellungen bringen, wenn jetzt nicht grundsätzlich schon das sehr, sehr gut aussehen würde. Und, ja, trotzdem denke ich noch, gibt es auf jeden Fall hier auch noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Das habe ich ja schon mehrfach angemäkelt. Also der Helfer, der könnte noch ein bisschen besser sein. Das Menü beim Shop, das könnte noch besser sein. Und, ja, ich freue mich auch drauf, oder ich hoffe, dass dann irgendwann die Jahreszeit Winter auch spielbar sein wird. Dass man zum Beispiel im Winter dann, keine Ahnung, die Kühe aufstallen muss und dann mal scheren muss oder sowas in die Richtung. Das wäre doch mal eine coole Idee, oder? Das habe ich auch noch nicht hin. Es gibt ja viele Sachen, die in diesem Simulator neu sind. Das wollen natürlich die Hardcore-Landwirtschaftssimulator-Fans, die wollen das natürlich nicht wahrhaben, aber es ist halt nun mal so. Und ich finde es ja gut, dass da jetzt ein Produkt auf dem Markt ist, das da auch dem Landwirtschaftssimulator ordentlich Druck macht, damit da mal die Entwicklung wieder nach vorne geht. Übrigens, was ihr euch viel auch gewünscht habt, war das Thema Reifenspuren. Ja. Reifenspuren. Da hat der Heini angedeutet, in Kürze wird er dazu was sagen können. Das klang für mich eher so wie, in Kürze gibt's die. Ist eine schicke Sache, ne? Die hatten wir ja auch schon. Ich meine, ich erwarte nicht, dass das jetzt so aussieht wie in Spin Tires, was ich euch in Kürze vorstellen werde, sondern... Oder, ja, aber zumindest sagen wir mal im Agrarsimulator waren sie ja schon drin und das gibt der ganzen Geschichte natürlich noch so ein bisschen zusätzlichen Spin. Zusätzlichen Drive, ne? Ob ich jetzt unbedingt den plastischen Boden haben will, also den Boden, der sich, wie hieß der noch? Dynamischer Boden, genau. Weil beim dynamischen Boden war ja im Agrarsimulator das Problem, dass sie einfach die Polygone nach oben hin nicht begrenzt haben, ja? Was man eigentlich sehr einfach hätte machen können, meiner Meinung nach. Und infolgedessen hat man sich dann beim Pflügen oder so dann gerne mal so einen Berg dahin gepflügt, wo man nicht mehr dran vorbeikam. Das war natürlich schon sehr suboptimal, muss ich sagen. Und andererseits, wir sehen es jetzt im Landwirtschaftssimulator, da gibt es ja dann das Flugskript, wo der Trecker dann so ein bisschen einsinkt. Also, dass man den Trecker einsinken lassen kann in die Furche hier, das halte ich für skripttechnisch sehr einfach lösbar. Den dynamischen Boden wiederum nicht, weil wir sehen von der Map-Beschaffenheit, das ist wie gesagt eine Terrain-Map, das ist ganz was anderes als die Maps zum Beispiel, wenn die gemappt, wenn die wirklich gescalpt werden, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Das ist also quasi die einfachere Lösung, sagen wir mal, aber es sieht trotzdem sehr hübsch aus, weil sie halt so viele Objekte drin haben. Aber das bringt natürlich auch einige Nachteile, wenn es darum geht, dass man solche Sachen dynamisch machen kann, weil, ja... Da ist halt im Moment nichts zum Skulpieren da. Sie müssten also, wenn, dann hingehen und auf die Felder ein weiteres Layer einfügen, was dann auch die Texturen hält, das dann plastisch formbar ist. Das ist auch schon ein bisschen mehr Aufwand. Das ist beim Agrarsimulator in der Engine dann von vornherein, so wie es gemacht wurde, war es ja schon vorgesehen, sage ich mal.
Das ist natürlich wieder eine ganz andere Nummer, ne? Also ich würde es gerne sehen, aber im Moment bin ich einfach immer noch angetan von Grafik und Co. Es gibt auch mittlerweile den ersten Mod, Soundmod, wobei es das Thema Modbarkeit wieder aufwirft. Ich weiß nicht, wann dieses Video erscheint, deswegen sage ich im Moment noch nichts dazu. Punkt, Punkt, Punkt. Den Rest dürft ihr dann eigenständig ausfüllen mit euren eigenen Gedanken dazu. So, wir sind jetzt hier, die Hälfte des Feldes haben wir schon. Und ihr seht, also wir haben jetzt da mit inklusive zum Händler fahren, da niemals eine Viertelstunde für gebraucht. Wenn wir jetzt richtiger Bauer wären und würden Feld pflügen, wären wir natürlich deutlich länger dran. Ich finde es gut, dass so diese Zeitkomponente man sich erkaufen kann. Wir hätten es natürlich auch vom Helfer machen lassen können, aber das ist, ihr wollt natürlich auch einmal die neuen Maschinen hier im Einsatz sehen. Ihr seht selbst, der kleine Trecker, den wir hier am Anfang haben, der bringt dann schon was. Eines der Argumente übrigens, was ihr immer gebracht habt zum Thema Helfer ist übrigens, und das finde ich auch sehr wichtig eigentlich, und das finde ich ein Argument, was ich auch nochmal negativ herausstellen muss hier gegenüber diesem Spiel. Wenn der Helfer nicht da ist, wozu brauchen wir dann 5 Traktoren zum Beispiel auf dem Hof? Wir würden also theoretisch diesen Traktor irgendwann verkaufen, uns einen anderen holen und mit dem dann rumfahren. Weil wir brauchen keine weiteren Fahrzeuge, weil es keinen Helfer gibt, der damit rumfährt. Und das halte ich schon für ein Problem. Und daher wäre für mich Stufe 1, liebes UIG-Team, oder liebes Playway-Team, Stufe 1 wäre für mich daher ganz klar, wenn man den Helfer hier benutzt, um seine Felder zu bearbeiten, dann sollte er dafür eine gewisse Zeit brauchen. Das ist ja sehr einfach zu programmieren. Das ist ja wirklich sehr, sehr einfach. Und während dieser Zeit, auch wenn man ihn dann nicht sieht, ich weiß, das ist dann schwieriger zu programmieren, aber während dieser Zeit, wo er arbeitet, da sind die Maschinen, die er theoretisch benutzt, belegt. Also das wäre meiner Meinung nach erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung, weil das Helfersystem hier, wie gesagt, das habe ich auch von Anfang an und in all meinen Kritiken zu diesem Spiel schon gesagt, das geht gar nicht. Das nimmt dem Spiel sehr viel weg und das habt ihr in euren Kommentaren bestätigt, die ich natürlich alle gelesen habe. Ihr wisst ja, ich lese alle Kommentare. So. Dann wollen wir mal hier nochmal drehen. Und ich habe jetzt echt, ich weiß jetzt nicht, wie wir nochmal an Geld rankommen sollen da müssen wir wahrscheinlich einen Monat vor, für unser Saatgut, da müssen wir vielleicht einen Monat vorstellen erst, dass wir ein bisschen Geld für Saatgut haben. Ja, aber das ist halt das Problem, dass man die Maschinen nicht verkaufen kann, ne? Das ist echt ein Problem. Vielleicht werde ich die gleich, wenn ich diese Folge zu Ende aufgenommen habe, eben offscreen verkaufen. Das heißt, also ich werde sie aus dem Spiel entfernen und mir den Verkaufspreis gut schreiben, dass wir zumindest dann so wieder weiterkommen. Ich denke mal, das werde ich machen. Weil letztlich ist es ja so, diese Verkaufen-Funktion, die ist mir ja versprochen worden. Also glaube ich auch ganz sicher, dass sie kommt. Und nur weil sie jetzt noch nicht da ist, will ich jetzt nicht warten, dass wir hier weiter spielen. Also ich will jetzt nicht einfach aufhören zu spielen und warten, bis diese Funktion kommt. Was daran so schwer ist, die einzubauen, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Es müsste ja eigentlich nur unter jede Maschine ein Verkaufen-Button gekleistert werden. Und unter diesem Verkaufen-Button müsste ein Skript liegen, was sagt Remove Item. Fertig von der Map. Das kann so schwer nicht sein. Es ist ja noch niemals, also ich sehe ja, also man müsste ja noch niemals sagen, hier fahr damit zum Händler, fahr in eine gewisse Triggerzone rein oder so. Würde ich jetzt nicht so schlimm finden. Fände es halt wichtig, wenn es jetzt erstmal drin wäre. Ja, und ihr seht, also erste Folge vorbei und wir haben schon das erste Feld wieder bearbeitet. Ja, das ist ja eigentlich schon die zweite Folge, fällt mir ein, weil ich mache noch eine kurze Spezialfolge hierzu zum Download-Content. Die habe ich noch nicht aufgenommen, die mache ich jetzt anschließend, weil ich es total vergessen habe. Sorry. Ja, und dann, also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich hatte ja ganz am Anfang der Folge angekündigt, ich mache das ja das Let's Play erstmal. Jetzt bei den kleinen Feldern geht das noch. Ich denke mal, dann werden wir so ganz langsam genauso das machen wie beim Kampagnenmodus, dass wir, sobald das anfängt, länger und zäher zu werden, dass ich dann umschwenke, gegen Ende der Folge gucke, was machen wir gerade
Und dann möglicherweise, wenn wir jetzt hier auf der Hälfte des Feld wären, das zum Beispiel zu Ende machen, ne? Ohne euch. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung. Dann haben wir so eine Mischung aus Let's Play und Playtest. Ich denke mal, das ist das Beste. Ja, und genau das werde ich nämlich jetzt machen. Ich werde jetzt hier dieses Feld zu Ende machen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn das Feld fertig ist und ich diesen alten Flug verkauft habe. Ich hoffe, das kriege ich hin. Wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Weil mit 0 Euro, da haben wir echt ein Problem. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber normalerweise, eigentlich müsste ich das irgendwie hinkriegen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt, der Garderol spielt hier, der Landwirt 2014. Wenn die nächste Folge kommt, seht ihr wie immer im Sendeplan unter tv.garderol.de. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr die Videos weiterempfehlt. Euren Freunden, eurem Hund, eurer Katze und eurem Wellensittich. Und natürlich auch jedem anderen, der an landwirtschaftlicher Simulatorunterhaltung interessiert ist, würde ich mich sehr freuen. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich auch über Daumen. Tschüss!